Jo Leute, was geht? Willkommen zu diesem kleinen Info-Video. Und ich habe hier ein, zwei kleine Themen, die ich einmal mit euch besprechen wollte. Nämlich zum ersten Pokémon Uranium. Die erste Folge, die ist ja relativ gut angekommen mit 10 Likes und keinem Dislike. Das hat mich etwas überrascht, muss ich sagen. Und da ist meine Frage, soll ich dieses Projekt jetzt auf meinem Zweitkanal, wie es geplant war, hochladen? Also die einzelnen Folgen immer. Und jede Woche auf meinem Hauptkanal Max Apple, wo ihr hier gerade auch seid. Dann ein Zusammenschnitt, beziehungsweise was in den Folgen passiert ist. So ein Zusammenschnitt hochladen hier. Oder soll ich das Ganze einfach komplett auf Max Apple hochladen? Das bitte einmal in den Kommentaren kommentieren, besprechen, wie auch immer. Eure Meinung einfach dazu einmal reinschreiben. Und ja, mein Zweitkanal ist auch noch einmal in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken. So, das Gucken habe ich behindert ausgesprochen. Das ist geil. Okay, ist es eigentlich nicht. Egal. Und die zweite Sache sind die SummerSlam Live Reactions. Und die Spectrum Rose War. Alter, meine Sprache geht gerade gar nicht. Es ist 4 Uhr, man merkt das schon. Die Spectrum Rose War Reviews in den letzten beiden Ferienwochen für mich hier in Schleswig-Holstein. Das ist dann nicht die nächste Woche, die davon betroffen ist, sondern die übernächste und die überübernächste. Weil da bin ich im Urlaub auf Mallorca. Und ja, zum Thema Live Reactions. Ich weiß nicht, wie ich zu Takeover, also ob ich es schaffe, zum SummerSlam oder zu Takeover Brooklyn oder Back to Brooklyn dann Live-Reactions zu machen, weil das mit dem Urlaub und so, ich habe ja meinen PC und so nicht mit, sondern den Laptop von meiner Mutter, wenn. Da weiß ich nicht, wie das genau klappen wird, ob das klappen kann mit den Live-Reactions, und wenn es dazu kommt, dann bitte ich, mangelnde Audioqualität zu entschuldigen, weil ich natürlich nicht mein Mikro und das ganze Equipment mit in den Urlaub nehme. Also ich kann euch nicht versichern, dass dazu Live-Reactions kommen werden. Und ich werde jetzt auf jeden Fall auch, das hatte nämlich jemand mal geschrieben in den Kommentaren, nach einem Raw-Pay-Per-View zu der Raw danach auch Live-Reactions machen und nach einem Smackdown-Pay-Per-View Live-Reactions für die Smackdown-Ausgabe, die danach dann folgt. Und bei so etwas wie beim SummerSlam, wo ja beide Brands involviert sind, würde ich dann zu jedem einzelnen der beiden Brands eine Live-Reaction machen. Das werde ich auf jeden Fall nicht machen. Weil das ist dann zu aufwendig, ist ja immer noch Urlaub und so. Und jetzt kommen wir mal zu den SmackDown vs. Raw Reviews. Ich weiß nicht genau, ob ich das schaffe, die aufzunehmen und auch wie. Sie werden auf jeden Fall nicht die Qualität haben wie sonst immer. Da, ja, nicht wundern auf jeden Fall, wenn diese nicht kommen sollten. Und das ist jetzt eigentlich alles, was ich sagen wollte in diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video, was ihr dann guckt. Bis dahin, ciao.